Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Tales from the Borderlands. In der letzten Episode sind wir von Helios geflüchtet. Helios, das sich gerade in seine Bestandteile auflöst, glaube ich. Mal schauen, wie unser Abenteuer nun fortgesetzt wird. Unsere Helden haben es auf jeden Fall geschafft, irgendwie auf Pandora wieder zu landen in ihren Fluchtkapseln. Ja. Jetzt heißt es wohl, Gorgeous zu finden, oder? Was mit Sascha ist, wissen wir auch nicht. Es wird ja auf eine Sache hinauslaufen. Wir werden auf jeden Fall von diesem Typen geschnappt. In dieser Uniform. Mit diesem einen Auge, diesem rot leuchtenden. Ich wette, der beobachtet uns jetzt schon. I finally had it back. Jack. Trinity Poster. Oh, crap. Opportunity, der neue Horizont. Ort, die Hochebenen. Derzeitige Bevölkerungsanzahl 352 Leichen. Datum der Baufertigungsstellung, keine Angabe. Dieses veraltete Poster zeigt Opportunity, die perfekte Stadt der Zukunft. Ein neues, sicheres Pandora. Es war eine großartige Idee, bis die Kammerjäger sie ins Nichts verbannten. Handsome Jack. Was hat es denn mit diesen Kammerjägern genau auf sich? Wieso sind die so böse, so schlecht? Die haben wir doch selber gespielt in den Borderlands-Teilen. Werbung für Hyperion und Maschinenpistole. Schaden niedrig, Kosten niedrig, Kundenzufriedenheit auch niedrig. Eine Umfrage platziert diese SMGs knapp unter in ernstem Ton formulierten Briefe. Vorurteile gegen Hyperion Core haben sicher zu den Ergebnissen beigetragen. Überarbeitung Blake, amtierender CEO von Hyperion. Jacks Morgenröte. Künstler Edward Bryce. Material Hightech Posterwand. Diese Lithografie. Reproduktion des originalen Triptochron-Herzstücks wurde für die Taufe von Opportunity in Auftrag gegeben. Handsome Jack ist unbesiegbar, flankiert von seinem ihm bedingungslos folgenden Armee von Loaderbots. Handsome Jack ist echt ein Arsch, ne? Ich wusste ja schon, dass er kein Guter ist. Irgendwo hatte ich das mal aufgeschnappt. Liegt da. Ist einer von den Angestellten. In derer Mikromancer Klassenmod mit einem Plüschhasen verkleidete Granate. Ist einer von den Buchhaltern? Sieht so aus, was? Sind wir hier? Was ist das für ein Blechhaufen? Ist das diese Stadt Opportunity, beziehungsweise das, von was davon übrig ist? Gott, das sieht sehr eng aus. Da zwischen dem ganzen Stahl möchte ich nicht unbedingt durchkriechen müssen. Das war knapp. Okay, dann unten durch. Nicht sehr gesprächig gerade, unser Held. Finde ich ein bisschen schade. Die haben da immer so flotte Sprüche auf den Lippen. Oh ja. Die haben wirklich viel Ähnlichkeit, ne? Reese und Handsome Jack.
Das habe ich ja direkt am Anfang schon gedacht. Als Handsome Jack uns das erste Mal begegnet ist, als Hologramm. Ewiger Jack, unbesiegt. Künstler Edward Breeze schon wieder. Oder Bryce. Material elpischer, marmorierter Mondstein. Als Arschgaul erfuhr, dass diese Büste für Handsome Jack Gedenkstätte in Auftrag gegeben wurde, verfiel sie in einen depressionsbedingten Schlafzustand. Das aktuelle Gerücht in Helios ist, dass sie die ehemalige und zukünftige Königin ist. Also lebt Arschgaul wirklich noch? Das ist das Pony, was wir erschossen haben. Nicht den Kopf verlieren. Oh, damn it. You know, I really like that space station. Ist das die Raumstation, die hier abgestürzt ist? Oh, Reese, you absolute dick. Look what you done. I built this place. My own two hands. And a couple of hundred expendable workers. You should just die. Again. But for good this time. Just a matter of time, kid. And I'm proud of you, kid. You didn't stop it and kill me. Ich hab einfach überhaupt nichts gemacht, das warst du selber. You're not so different, you and I speech again. Oh god, hell no. You're way better at killing people than I am. Ich bin bestimmt nicht dafür verantwortlich, dass Helios abgestürzt ist. Na ja, gut, ich habe den Kern gezogen, aber... Everyone thinks they're the hero of their own story. And I should have seen this coming. Ever since I came to this nacho-flavored shithole of the planet, I've been betrayed by everybody I gave a rat's ass about. My boss, my girlfriend, hell, my goddamn daughter. Maybe I deserved it. Also ich habe ihn nicht verraten, er hat uns verraten, sehe ich zumindest so. You're just an asshole. Take a good look around here, Reese. This is what success looks like. You'll see. After a while you start to measure it by the size of the pile of destruction around you. Break it down, build it back up. This was your first step in that. It's the only way, you'll see. And there's so much to break down before you can build again. No. No, no, no. This is the last time for me. I'm out. Oh, nein. No! Oh nein, ist das dein Ernst? Ich muss mir irgendwie den Arm abhacken oder so. Ja, das ist gut. Den Arm ab. Komm schon, reiß dir den Arm ab. Komm schon, Reese. Ah, das sieht schmerzhaft aus. Congratulations, kiddo.
you get to live another day. But what about tomorrow? Or the next day? Because I'm not going anywhere. As long as you've got those cybernetics in you, I'll be sitting here waiting for my chance to take you out. We're past playing games, Reese. Kann ich das nicht ausbauen aus mir? Oder braucht er das, um zu überleben? Fuck. No, please don't do this. Ich kann mir einfach ein neues System holen, oder? You don't know what it's like. Oh Gott, das Auge, ne? Oh Gott. Oh, fuck. Okay, es ist nur die Linse. Nur. Please don't tell me back there. It's not like they say. Oh Gott. Oh, ist das eklig. Oh, ist das eklig. Oh. There's nothing. Absolutely nothing there. Don't do this. I'm sorry. It's over. Oh, ist das übel. Ich behalte es, oder? Es kann nichts passieren. Hoffe ich. Aber die wollten mich für irgendwas, was in meinem Kopf ist. Hat das was damit zu tun? Wäre es vielleicht schlauer gewesen, es zu zerstören? Dann wäre ich unnütz gewesen für Hyperion. Oder zumindest für, wie hieß sie noch, diese Schabracke, die uns da verraten hat? Die ist doch tot jetzt bestimmt, oder? Die war ja im Knast. Und die Station ist abgestürzt, oder? Als wir den Kern gezogen haben. Okay, ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du bist. Ja, geh natürlich da auf die Kante. Das ist das Schlauste, was man machen kann, Fiona. Das klingt nicht gut. Oh! Puh, das war knapp. Okay, da ist das Monster. Ah, das sieht wirklich groß aus. Es ist riesig.
Hi, wo wollt ihr denn so schnell hin? Will sie sich nicht vielleicht die Schuhe ausziehen? Es ist echt uncool, damit zu laufen, oder? Wenn sie jetzt schnell laufen muss. Oh Gott. Es ist ein Riesengottes, oder was? Ist das etwa Gottes? Oh nein, Gottes. Gottes? Now just be still! And it'll all be over soon. Ist Gottes etwa das Monster? August, what's going on? Oh, rede mal vernünftig. Ist er jetzt tot oder was? Warte mal, nee, da ist noch ein zweites Monster, oder? Aber wieso schießt sie denn auf Gortis? Da ist doch noch irgendein Monster, oder? Im Hintergrund. Mit Tentakeln. Ah, ich wusste es. Let go of me! What happened here? Wouldn't you like to know? Ja, erzähl einfach, was passiert ist. Die Kurzfassung, bitte. She put up quite a fight. Right up until the end. You should be proud of her. Okay, er hat Sascha irgendwie auf dem Gewissen. Er hat ihr gewaltsam dieses Add-on abgenommen für Gortus, aber erklärt immer noch nicht, was passiert ist. Wieso ist Gortus hier im Kampf? Wieso ist er so riesig? What are you doing? Now's not the time for this. I'm protecting Gortis. Summoning the vault brought this monster with it. It's bigger than any I've ever seen. Whatever needs settling between us. Isn't gonna matter if we're all dead. We have to destroy Gortis. Ja, aber Gortis ist doch noch da drin. Er kämpft doch noch. It's too powerful to take out any other way. Er kämpft doch noch. No, you can't do that. It'll kill Gortis. We've got no choice. It's that or we all die. Ja, aber er hält doch selber die Kammer offen, hat er gesagt. Wenn wir ihn töten, verschwindet die Kammer doch wieder, oder? Die Mutter? Das ist wirklich die Mutter? Oh. Die Mutter ist auf jeden Fall erstmal platt. No! No! Oh no, hurry! I can't Er kämpft irgendwie mit sich. Gortis, tell me how to help. Rocket launcher! Wait, the rocket launcher? Ja, aber... No! No! There has to be another way! Aber warum? Und wieder einmal
habe ich nicht die Wahl einer Entscheidung. Ich muss ihn scheinbar töten. Oh, ist der schwer. Jetzt auf einmal kann sie ihn heben. Sie lag letztens noch unter ihm und konnte sich nicht bewegen. Ich hab daneben geschossen, oder? Den leuchtenden Kreis? Oh, komm schon, Fiona. Oh Gott, wie soll die denn zielen können, wenn sie das Ding noch nicht mal richtig tragen kann? Ja, Sascha ist da. Okay, oben auf die Antenne soll ich schießen. Oh nein, Gottes. Sag ich doch, die Vault ist doch auch weg, wenn wir ihn zerstören. Es hat einfach gar nichts gebracht, das Ganze. Das Ganze hat einfach gar nichts gebracht bisher. Es sind einfach nur Menschen gestorben und nicht nur Menschen, auch Roboter. Was that? Eventually, we made our way back to Hollow Point, got August patched up. There isn't much more to it. Life sorta returned back to normal. Well, our normal. That was it. You destroyed Gordas, then walked away. Moved on with your life, like nothing happened. I didn't want to shoot her. I wish there was some other way. What about you? Er hat doch sein Implantat wieder, oder? Und seinen Arm auch. I grabbed the rights to Atlas on Pandora from Jack's office. Figured I could use it to build something. Fresh start. At that point it made sense to head back to the Atlas facility we left. Got it going again. Luckily it was well stocked. Whole lot of fruit. Fixed myself up, worked on some prototypes. Obviously, that was all after she ditched me on Helios. Even if that was what happened, could you blame me? You had Handsome Jack in your head the entire time and said nothing. Doch, ich hab's versucht zu sagen. Seemed like the right thing to do. I don't want you guys freaking out on me. We had every right to freak out. You and Jack ruined our lives. Are you serious? That is what you're pissed about? It was a little more complicated than that. What isn't complicated is the fact that you were making googly eyes at my sister the entire time you were around. Well, I came out with a few scars too. Come on, punk. Quit stalling. Man, put some hustle in it. I ain't got all day. Ist das? I recognize that voice. Kroger? Really? What is this shit? Kroger, ist das der Narbentyp? Athena. A debt needs to be repaid. What is that supposed to mean? Down there, fool! Yo, man, you didn't tell me this dude would be hauled up in a bandit camp. The whole damn place was coming after me. Hey, Athena, is this new? You seem fine. I mean, I lost them, but I wouldn't stick around here too long. Just a matter of time before they come through. I'll take my chances. Psh, whatever.
Oh, look here. We got Fiona and her corporate chump. The name's Reese, thanks. Look at you, all wrapped up like birthday presents. Who sent you? Last I remember, you couldn't wipe your ass without someone's permission. Man, you just don't stop, do you? I'm here for my own business. Was ist hier? Was geht hier gerade ab? Look, I brought you your bandit boss. We gonna make the trade or what? Two for one. Can't beat that. Take them. No, they ain't making it out of here. This is personal. Hey, no, no, stop! This is the end of the line, girl. You can't let him do this! So, if you got wer ist das? Wer ist dieser Mann in der Maske? Just to get him out now. Because you know what they say payback is. I know you probably think it's your thing, but that mustache? It's awful. I want you to hear that, because I feel like a lot of people in your life are worried to tell you. Which is sad. Mann, Fiona. Shit talker to the end. Ich hoffe, irgendjemand greift noch ein. This was for Finch! Okay. Whoa. Ist es Sascha? Gross. Whoa. Sascha hat auf jeden Fall die Kraft dazu gehabt, das kennen wir schon. Stop saying that. Don't even think about running. Aber warum sollte Sascha sie gefangen nehmen? Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Wer ist das? Das ist aber nicht. This is weird. Das ist aber nicht. Maybe he has a question. Uh-oh. Oh, great! A firing squad. I just hit murder bingo. Was? Was ist da los? Boah, Leute, das ist so mega spannend. Was ist hier Phase? Wer sind die beiden? Ist er wirklich einfach nur ein einfacher Bandit? Nein, er ist doch bestimmt irgendjemand, den wir kennen. Beide sind doch jemand, den wir kennen, oder? Oder ist er wirklich nur der Banditenboss? What do you want? Will sie losschneiden, oder? Ja. Er ist jetzt ziemlich klein, das ist... Wer ist das? Alright! Laser pointers off! Laser pointers? Das sind gar keine Waffen. Das ist Vaughn? What the fuck? Ich wusste doch, dass ich diese Bauchmuskeln kenne. Same here, man. I can't believe this. Come on. Bring it in. Die Brofist natürlich. That works too. What's up, glasses face? Not much, hat lady. We got a lot to catch up on, but it's not entirely safe out here. We'll take you back to the base. Base? Aber wer ist der Typ, der uns da gefangen genommen hat? You're not gonna believe what we've done to the place.
mean, the whole thing was nuts! After Valerie beat the ever-living shit out of me, Cassius was nice enough to take me back to his lab and fix me up. Second time that guy saved my ass. I really owe him. The plan was to figure out a way to get you guys from Valerie. Then you left on the rocket, and Valerie opened the vault, and just all hell broke loose. I tried to find you guys, but eventually I started suspecting the worst. I didn't want to think that way, but after a while, it's just hard not to lose hope. Honestly, I'm just happy you're safe. Same here, man. The whole thing was so surreal, you know? I mean, Helios crashing. But by the time the dust settled, everyone was gone. Except for the ones that made it to the escape pods. Never expected to be leading a bunch of Hyperion refugees. I mean, they were crawling out of those things like newborns. Just bleary-eyed and scared. Their first day on Pandora. Then you put your newly acquired Pandoran survival skills to work. You joke, but it definitely helped. I mean, look, obviously, I'm no expert, but I was light years ahead of these pencil pushers. I found JR from distribution eating dirt. Literally, just sitting there, just shoving dirt into his mouth. It's really disturbing. I mean, most of these people, they hadn't spent a waking hour doing anything but just sitting on their ass. Getting sweatier and fatter. Which is why we decided to make our base out of what was left of Helios. Okay. Das funktioniert. Cool, right? Wow. Wie viel Zeit ist denn vergangen? Das kann theoretisch Jahre her sein. Okay. Yeah, they're pretty deferential. Which is really odd for a bunch of ex-Hyperion. Hello! What is happening right now? They're showing you their respect. But me? This isn't for you? Oh, you're kidding me. I wish I was. Look, they even have a shrine for him. that's a statue of Jack. Yes, very observant. It was, at one point. But, they went ahead and labeled it Reese. Someone tried to alter the face to look like you, but, most of these guys are basically shitty at everything. Is it douchey to say that I could kind of get used to this? Oh, that's bad, isn't it? Yeah, it's a little douchey. Yeah. Much more than a little. Well, if they were bound to you, you'd know this feels awesome. Reese, you don't understand. To them, you are the great liberator. You see, you crashing Helios shed them of their corporate shackles. Okay, Leute, ich muss hier leider unterbrechen. Ich dachte, es kommt nochmal irgendwie eine Stelle, wo es ein bisschen besser geeignet wäre. Ja, wir befinden uns jetzt wieder in den Händen von Vaughn, unserem alten Freund, den wir echt lange nicht gesehen haben. Und mein Gott, er hat einiges gemacht aus sich und er führt jetzt eine Bande an. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei hier bei Tales from the Borderlands. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Silent. Shot.